Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, bei Blaupause TV. Heute widmen wir uns einem Thema, mit dem wir alle zu tun haben, und zwar jeden Tag. Es geht um unsere Handys, dass die Strahlung absondern, das sollte mittlerweile jedem klar sein. Und was man da machen kann, aus dem Bereich der Kohlenstoffplatten und der Funktionalkorrektoren, darum soll es in dieser kurzen Sendung gehen. Ich möchte nochmal starten, indem ich, weil wir immer wieder nochmal gefragt werden, ja, wie wende ich es an? Hier nochmal das Buch, der Hendrik hat hier eine hervorragende Zusammenstellung von Anwendungsmöglichkeiten. Was ist es? Wie funktioniert es? Da möchte ich einfach nochmal den Hinweis geben, wenn das interessiert. Ein paar Exemplare sind noch da. Und wir hatten in der letzten Sendung abgeschlossen, dass wir ja die Eigeninitiative suchen, Menschen, die selber forschen, Menschen, die, ich sagte ja, wer da draußen ist, der kleine Schauberger. Also Leute, die einfach versuchen, etwas selber zu machen. Und heute, wie gesagt, ist das Thema der Handychips. Den gibt es nämlich auch von den Kohlenstoffplatten. Und was das Grandiose dabei ist, sie sind selber programmierbar. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier eigene Intentionen, eigene Muster draufzuspielen. Und wie genau das funktioniert, das wird uns jetzt einfach mal der Hendrik erklären. Grüße dich. Ja, grüß dich. Schön wieder hier zu sein mit einem wirklich interessanten Thema. Wobei der Name Handychip gefällt mir nicht so wirklich. Ja. Es wird natürlich zur E-Smog-Abwehr für Handys ganz speziell getragen. Für 5G ist es ein bisschen zu schwach, da braucht man mehrere, ja, weil wir brauchen ja hier unseren ganzen Körper, müssen wir abdecken. Aber wir haben ja zum Beispiel auch andere Störfaktoren. Jeder hat ein WLAN zu Hause zum Beispiel. Das WLAN, das hat eine Pulsfrequenz von 10 Hertz. Die schwingen genau auf unserer biologischen Frequenzstruktur, wo wir uns im Schlaf wieder regenerieren. Ja, also wenn so ein Ding da ist, dann habe ich doch einen Bereich von über 200 Metern, wo diese Strahlung aktiv ist. Und da kann man sich zum Beispiel, wenn man so einen Chip auf diese WLANs draufklebt oder auch nur drauflegt, in der Nacht zum Beispiel, diese Strahlen verhindern, dass die Regenerationsprozesse im Körper zerstören. Andererseits natürlich auch beim Telefon, ich verwende es selber. Ich habe also keine heißen Ohren und auch keine Schwindelgefühle, wenn ich einmal länger telefoniere. Ich kann es also wirklich am Kopf halten, weil hier die Resonanzverbindung unterbrochen wird. Wie gesagt, wir sind hier auf der Longitudinalwellen-Ebene, auf der Informationsebene, die bei dem ganzen E-Smog-Schutz, den wir betreiben, ja, eigentlich gar nicht erwähnt werden. Da geht es immer nur um die Transversalwellenabblockung, also um die Mikrowellen, die das Wasser dann beschleunigen, in einen Drall bringen und dadurch eine Erwärmung im Wasser hervorbringen. Das passiert hier natürlich auch, weil hier diese Drallwirkung nicht mehr in dem Maße unkontrolliert ablaufen kann, wie bei jetzt am mikrowellenbehandelten Wasser. Da ist dann eine Gegenkraft mit drin, die dagegen steuert. Ja. Das liegt auch am Wasser, weil wir haben immer eine retrograde Bewegung im Wasser, also immer eine gegengesetzte Bewegung. Ansonsten, wenn das Wasser am Berg runterfließen wird es unten als Wasserdampf ankommen, weil es sich dermaßen beschleunigen wird. Hat auch Viktor Schauberger schon diese retrograden Wirbel in seine Kupferrohre dargestellt und bewiesen, wie die funktionieren. Und hier haben wir eben einen Verstärker, dass dieser retrograde Wirbel, der diese Drehung von der Mikrowelle im Endeffekt hervorruft oder begünstigt, dass der eben retrograd, also entgegengesetzt wirksam ist und damit die Mikrowellenbeschleunigung abbremst, was dazu führt, dass sich das Wasser nicht erhitzen kann. Was aber interessant ist und deswegen auch Handychip nur eingeschränkt verwendet, ja, ich habe hier ein freies Informationsspeichermedium, also mentales Open Resource Medium. Das ist jetzt für alle Menschen, die zum Beispiel mit Quantenheilung machen oder anderen Mentaltechniken bewandert sind und die Heilenergien auch für Geistheiler zum Beispiel, die programmieren ja meistens auf Wasser. Hier können sie in die Skalarfelder reinprogrammieren und diese Information immer wieder ins Wasser überbringen. Ist auch für Ärzte zum Beispiel, die mit Bioresonanz arbeiten, ja, die laden ja auch dann zum Beispiel Globulis und solche Dinge auf, die können zum Beispiel auch diese Chips aufladen und der Patient kann dann zu Hause seinen Chip, muss man jetzt nicht überall draufkleben, man kann ihn eigentlich nur draufstellen, ja. Wenn man draufklebt, dann klebt das Ding halt und dann ist vielleicht nur einmal verwertbar. Also mit anderen Worten habe ich hier ein Speichermedium, wo ich diese magnetisierten Skalarfelder habe als Transportmedium, wo ich dann
eigenbestimmte Informationen draufbringen kann. Ja, und das zeigt halt auch Viktor Schauberger oder Koltzow, das sind alles Menschen, die nicht in Begrenzungen denken, sondern auch in Open Resource. Und deswegen war das mitunter ein Grund, warum wir den eigentlich Universalchip nennen. Ja. Weil ich hier eben auch die Fähigkeit anderer oder die geistig-mentalen Kräfte und Energien anderer nutzen kann, die damit draufkommen. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, ich sollte mir als Anwender natürlich dessen bewusst sein. Weil sonst würde es ja bedeuten, ich benutze jetzt diesen Chip, bin aber selber, habe keine Ahnung, was er eigentlich macht. Und wenn ich jetzt aber selber, also so würde ich es jetzt verstehen, unterbrich mich, wenn ich mich irre, bin aber permanent zum Beispiel in einer Abwärtsspirale, also habe Angst, fühle mich eingeengt, eingedrückt, bin nicht zufrieden mit meinem Leben oder was auch immer in dieser Richtung, würde dann natürlich auch das verstärken, weil ich das programmiere, das ja dann letzten Endes auf den Chip drauf, richtig? Nee, denn diese magnetisierten Skalarfelder lassen eines nicht zu, nämlich Negativinformationen. Mhm. Ja, sie schaffen, es kann natürlich in diesem Prozess durchaus möglich sein, dass dem Menschen dann auffällt, dass er tatsächlich noch Themen in sich drin hat, die er bearbeiten soll. Und er dann vielleicht unterbricht und sich dann vielleicht mal anders orientiert, um sich diesen Themen zuzuwenden. Also eine Bewusstheit kann dadurch schon stattfinden, weil es werden ja keine Energien einfach aufgelöst, sondern es werden ja invertierte Potenziale erzeugt. Ja, wenn ich also hier einen Peak habe, der ins Negative geht, wird derselbe Peak in derselben Stärke in der anderen Richtung erzeugt. Und wenn die zusammenkommen, dann haben wir eine konstruktive Interferenz, die sich wieder zum harmonischen Gleichgewicht austariert. Wie sich das beim Einzelnen jeweils auswirkt, ja, das muss man auf einfach bewusst bei diesem Prozess mit dabei sein. Die Wirkung des Handychips möchte ich jetzt noch einmal sagen. Da haben wir leider nichts Schriftliches drüber, aber wie ich damals 90 mit Koltzow hier angefangen habe, ist Koltzow damals an Nokia gegangen und hat denen die Chips unter anderem auch gegeben für ihre Telefone, um eben diese Schadwirkung zu unterbinden. Und Nokia hat es tatsächlich für ernst genommen. Die haben also da umfangreiche Forschungen gemacht und haben auch bestätigt, dass dadurch diese Schadwirkung auf dem Körper unterbleibt. Aber sie haben es natürlich nie in ihre Telefone verbaut. Warum? In dem Moment, wo sie es verbaut hätten, ja, das habe ich im Koltzow ja damals schon gesagt, dass das eine Totgeburt ist. Aber ihm ging es vielleicht nur darum, dass das verifiziert worden ist, ne, von Seiten der Telekom-Industrie. Wenn das verifiziert worden wäre und die dem Ganzen Rechnung getragen hätten, hätten sie ja zugeben müssen, dass die Geräte vorher eine Schadwirkung auf dem Körper haben. Ja, und gerade in Amerika ist es dann so, da können sie sich dann verklagen, nicht mehr retten. Deswegen war das gar nicht im Interesse und auch aus verständlichen Gründen, ja, dass das nicht in die Telefone integriert worden ist und dann auch noch publiziert worden ist. Ne? Klar, aber die Wirksamkeit wurde da auf alle Fälle belegt. Ins Geschäftszimmer nicht gekommen, was damals schon ein bisschen ein Tiefschlag war, womit ich aber gerechnet habe. Aber die neuerliche Entwicklung, dass es hier nicht nur um Handychips geht, sondern eben auch um den Universalchip, das finde ich für sehr interessant, weil der Markt und die Möglichkeiten, die man heute hat, sich spirituell, mental zu entwickeln, ist gigantisch groß, er ist sehr individuell. Alles hat seine Berechtigung und da kann man natürlich sehr schön programmieren auf diesen Chips, ohne dass man an der Wirkung einbüßen muss, weil diese magnetisierten Skalarfelder, die bleiben natürlich erhalten. Ob meine Information, die ich jetzt da drauf gebe, sehr stark ist oder nicht, das lassen wir jetzt einmal auf der Seite, das spürt man ja dann selber. Ne? Aber es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr schönes Tool, wo man dann selber so feststellen kann, wo bin ich denn eigentlich mit meiner Mentalstärke, ne? Wo muss ich noch korrigieren und da kann man schon sehr viel dann auch an sich selber fein tarieren und sich fein abstimmen. Was ich interessant finde, und das ist vielleicht das positive Praxisbeispiel, du hast es ja auch in der zweiten Sendung, die wir gemacht haben, schon mal erzählt, Koltzow ist ja auch jemand, der in der Natur sehr viel unterwegs ist, der an Kraftplätzen ist. Und da kommt mir ja eigentlich die Idee, wie kann ich das benutzen? Wie kann ich denn die Energie von einem Kraftplatz mitnehmen? Ja, also oder einen Teil davon mit mir konservieren und einfach mitnehmen. Da wäre das natürlich ideal.
Ja. Wäre es ideal, sofern man die Energien da drauf bringt, weil sie sind ja nur temporär da. Wenn Koltsov einen Kraftplatz hat oder eine Wasserpolarisierung hat, dann haben die spezielle Geräte entwickelt, die diese Frequenzmuster, und die sind in einem 4-5-stelligen Nachkommastellenbereich, die also mit normalen Geräten gar nicht messbar wären, die gilt es erst einmal zu messen und dann auch zu scannen und zu übertragen. Mhm. Und da hatte ich ja im Vorfeld schon, bevor ich Koltsov kennengelernt habe, mit Juri Gron gearbeitet, der diesen Plasmagenerator entwickelt hat, um genau an diese subtilen Teile, die also um die elektromagnetische Schwingung angelegt sind, das sind sehr feine Felder, um die elektromagnetische Schwingung, das abzuscheiden und dann auf ein anderes Medium zu übertragen, wo es dann wirkaktiv integriert ist. Ja, also das ist die eine Sache, wie es Koltsov macht. Es gibt natürlich bei Kosmoenergetik einen Kanal, den ich hernehmen kann, um diese Energie, die ich hier dann zu einem Feld formiere, geistig, mental zu einem Feld formiere, dann hier drauf übertragen kann. Auch das funktioniert. Über andere Techniken weiß ich nicht, wie man es macht, aber wenn man das nicht mit einer mentalen, konzentrierten Technik macht, dann bleiben die Informationen da nicht droben. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich an einen Kraftplatz gehe, den Chip da hinlege und sage, ja, lade dich auf, und dann bleibt es dafür immer droben. Das ist nicht der Fall. Da muss man also schon entweder mit Geräten arbeiten oder mit einer Mentalkraft arbeiten, die das dann da drinnen auch tatsächlich nachhaltig infundiert. Ja, und auch das ist natürlich für, wir bewegen uns ja hier in einem ganz neuen Bewusstseinsbereich, das sind natürlich dann schon Herausforderungen, wo natürlich viele Fehlschläge dann irgendwann einmal auch, ne, zu optimalen Ergebnissen führen. Ja. Ja, denn ich glaube, das ist auch meine Sicht, auch Caligaris hat gesagt, wir entwickeln die Technik nur, um zu sehen, was unser Geist auch aus seiner eigenen Geistnatur machen könnte. Ja. Ja, und da sind wir, glaube ich, an den Sprung, wenn wir hier mehr in die geistmentale Technik gehen, weg vom mechanischen Menschen, ja, vom Hybriden mehr oder weniger, hin zum Geistwesen wieder, wo man mit seinem Geistpotenzial dann auch entsprechend Bewegungen und Veränderungen in der Materie erzeugen kann. Und als solches wollte ich auch verstanden werden, dass es genau darum geht, dass Menschen, die natürlich diese Anwendungen sich dessen bewusst sind, ja, es gibt nichts, was nicht aus Geist entsteht letzten Endes. Wenn ich mir dessen aber bewusst bin und diese Techniken anwende, dann habe ich ja die Möglichkeit, genau sowas eben halt auch mal mitzunehmen. Ja, als Mini-Kraftplatz könnte man sagen, und zusätzlich eben natürlich auch der Schutz am Ende vor. Und da möchte ich jetzt gar nicht immer nur über diese Dramatik reden, über 5G. Wir haben UMTS, wir haben LTE, ja, wir haben 3G und so weiter und so fort, 4G. Also es gibt ja jede Menge Bestrahlung, WLAN-Router etc. pp., wo es wirklich genau darum geht, hinzuschauen, was macht es mit uns. Es ist hinreichend bekannt, dass es enorme Stressfaktoren im Körper auslöst. Und du hast es mit dem Thema auch Schlafen angesprochen, gerade dann in der Regenerationsphase, da wo es eigentlich gehen sollte, eben genau das unterbindet. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor dabei. Da was zu tun, ist immer sinnvoll. Erstens das, und zum Zweiten, was überhaupt nicht mit berücksichtigt wird in all den Dingen, sind die soziopathogenen Strahlungen. Ja. Wenn also Menschen in ihren Ängsten aufgehen, ja, das strahlen die ab, das sind Schwingungen, und wir leben nun nicht mehr in großen Entfernungen auseinander, sondern wir leben teilweise Raum in Raum nebeneinander. Das heißt, wir werden alle Teil dieser Schwingungen, die schwingen sich auch bei uns ein, und wir werden unbewusst dann auch Opfer der Schwingungen und der Gedanken anderer, der negativen Gedanken. Und auch die kann man damit im Grunde abblocken und abwehren, weil die Korrektoren im Grunde nur das zulassen, was der Evolution, also der Weiterentwicklung und dem Leben dienen. Ja? Und auch wenn wir zum Beispiel negative Erfahrungen mit den Korrektoren machen, so dienen uns diese Erfahrungen der Erkenntnis, um uns nachhaltig aus diesen Fehlern zu lernen, rauszuentwickeln und nachhaltig dann nicht mehr mit diesen Problemen auseinandersetzen zu müssen, ja. Wenn wir es dann aufgelöst haben. Ne? Ja, Bewusstseinswertung hat nicht immer was mit Leichtigkeit zu tun. Ja. Das sind durchaus schmerzhafte Prozesse. Schmerz im Sinne jetzt eben, dass es herausfordernd ist. Und ich meine, jeder kennt das. Ja. Man tritt in den Raum, und wenn sich dort mehrere Leute drinnen streiten, die Energie kriegt man mit. Und wie oft geht man da selber genervt wieder raus? Also das ist genau dieses Paradebeispiel, wie wir sehr wohl so empathisch sind und diese Schwingung oder diese Muster
durchaus übernehmen. Ja, und da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist nur eine Sache, die kann ich mir nur bewusst werden und in dem Moment ist dann auch die Manipulation nicht mehr möglich. Ne? So ist es. Und da gibt es ja auch noch diese Brummtöne, die vom Militär eingesetzt werden, wo man, oder auch HAARP, wo also ganz bewusste Gedankenmanipulation betrieben wird. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, ein Mensch, der im kognitiven Denken ist, der ist von diesen Manipulationen ausgeschlossen. Das sind also die reinen rationalen Denker, die also nur mit dem kleinen Linkshirn denken, die sind sehr, sehr anfällig für solche Prozesse. Und auch hier kann der Chip zum Beispiel helfen, erstens einmal eine Harmonisierung der Hirnhälften, dass wir also nicht nur alles rational machen. Ja, unser rationales Hirn, das hat einen dominierenden Trieb, dass es sagt, du bist wach, jetzt bin ich da und jetzt beherrsche ich den Tag. Ja, ein Künstler, der lernt, mit Strichen plastische Darstellungen zu zeichnen, der muss sich auf schwerste Art und Weise aus diesem rationalen Denken rausentwickeln, weil er sonst lauter Strichmännchen malen würde und niemals ein plastisches, geformtes Gesicht zeichnen könnte, weil ihm die Vorstellung dafür einfach fehlt. Und auch hier helfen die Chips, mehr in das Kognitivdenken zu kommen, denn der Mensch ist nicht geboren, um alles mit seinem kleinen rationalen Denken zu durchdringen. Man muss sich ja nur mal überlegen, dass wir seit der Steinzeit mit derselben Hirnkapazität arbeiten. Da sind 15% der Neuronen verschaltet und nur 10% davon werden genutzt. Und das kommt eben daher, weil alle Systeme, die von damals bis heute gültig sind und uns beherrscht haben, nur auf eine rationale Konditionierung abgezielt haben. Was bedeutet, wir verwenden eigentlich unser Gehirn nur für rationale Denkprozesse. Die kognitiven Herzdenkprozesse, die müssen wir schwer erlernen, weil die nicht geschult werden. Da müssen wir eigene Wege gehen und selbst initiativ werden, um in dieses eigentliche menschliche Denken reinzukommen. Ja. Wunderbar, ein gelungener Abschluss. Genau darum geht es, nämlich die Aufforderung, wieder in die eigene Handlung zu gehen. Und da können, wie gesagt, diese Korrektoren wunderbar unterstützen. Wer noch nicht ganz verstanden hat, wie das vielleicht funktioniert, schaut euch mal die anderen beiden Sendungen an. Da haben wir schon sehr viele Praxisbeispiele und auch Handlungsimpulse genannt. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mit diversen anderen Platten, die wir, wie gesagt, in anderen Sendungen schon bereits vorgestellt haben, genau diese Prozesse zu unterstützen. Ja. Denn um was anderes geht es letzten Endes nicht. Wir alle entwickeln uns mehr oder weniger in diese Richtung. Die Frage ist eben, wer macht es bewusst? Der geht einen anderen Weg als derjenige, immer, der sich immer natürlich dann draufgeschlagen fühlt. Und die Systeme, die ihm übergestülpt werden, dann auch als gegeben hinnehmen muss. Ja, man muss anders sagen, er lässt sie sich überstülpen. Mhm. Denn der Mensch hat die Wahl, wenn es ihm auffällt, kann er Nein sagen, will ich nicht. Und dann muss er halt eigene Wege gehen, die halt oft außerhalb des Streams stattfinden und schon ein bisschen Mut erfordern. Ja. Aber man wird merken, wenn man diese Wege geht, wird man innerlich frei, man wird leicht. Ja, und man wird zu einem selbstbestimmten Menschen. Und was sollte das Leben sonst für eine Bedeutung haben, außer der Selbstbestimmung des Individuums, was ja dem Ganzen dienen soll durch seine individuelle Wesensnatur, die zugrunde geht, wenn ich permanent in irgendwelchen einheitlichen Prozessen drinnen bin, die nur übers Linkshirn realisiert werden können. Ja. Ja. Ich denke, dem geneigten Zuschauer, der natürlich schon ein bisschen mal reingeguckt hat in diese Prozesse, dem wird jetzt durchaus klar, welche Möglichkeiten es überhaupt mit den Korrektoren gibt. Einer der Gründe, warum auch wir uns damit sehr intensiv beschäftigen, weil wir auch immer wieder an der Suche sind. Wir wollen ja nicht missionieren, sondern wir wollen ja eigene Erfahrungen machen, die wir mit den Zuschauern am Ende teilen, um es vorleben, dass es möglich ist. Und wir nehmen wirklich jede Hilfe, die sinnvoll ist, die uns auch sinnvoll erscheint, auch im Praxistest sinnvoll erscheint, die nehmen wir natürlich hier mit auf. Und deswegen berichten wir ja auch darüber. Ja, die neue Zeit, in die wir reingehen, geht weg von diesen organisierten Handeln mehr in dissipatives Handeln rein. Und deswegen kann man damit schon anfangen, dass man seine eigenen Erfahrungen zum Beispiel in die Posts mit reingibt. Mhm. Nicht immer Bewertungen oder irgendwas reinschreibt, sondern wirklich eigene Erfahrungen mit reingibt und die Möglichkeit des Austausches auch unter den Videos dazu nutzt, um
dem Thema konform auch entsprechende erweiterte Informationen zu geben, wie es eben jetzt jeder aufgenommen hat. Ja, das wäre sehr schön, würde mich auch freuen, wenn da mehr konstruktive Sachen da wären von Menschen. Wenn jemand da nichts dazu zu sagen hat, muss ja nicht jemand immer einen Kommentar dazu schreiben oder wenn er sich da nicht angesprochen fühlt. Es ist viel sinnvoller, über die Dinge zu schreiben, wo man eine Erfahrung gemacht hat, die man meint, dass man sie anderen weitergeben könnte, weil sie am anderen helfen. Und alleine schon diese Intention der Weitergabe erzeugt ein Gefühl von Stärke, ja, erzeugt ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, auf das am Ende drauf ankommen sollte. Ja. Und natürlich, wir haben hier ein immenses Spielfeld. Da ist jeder Kommentar und jede Innovation, auf die ein Individuum kommt, herzlich willkommen und dient der Erweiterung des Ganzen. Ja? Weil nur so können diese Chips, die ja im Grunde nicht mehr sind, es ist ja eigentlich nur ein Stück Materie, was da ist. Wichtig ist der Inhalt, der da drin ist und was man da draus macht. Ja? Und das ist die eigentliche Natur des Lebens und die kann man hier natürlich sehr schön unterstützen, auch durch aktive Beiträge dazu. Wunderbar gesagt, dem ist nichts hinzuzufügen, genau darum geht's, liebe Zuschauer, das ist genau der Punkt. Schreibt es uns bitte rein, teilt eure Erfahrungen. Diese Technologien, wir sind erst im Inbegriffen, das zu verstehen und dass der Mensch diese Technologien benutzt. Da sind wir am Anfang, Vorreiter könnte man sagen. Und da würde ich mich, wie gesagt, sehr darüber freuen, wir alle uns darüber freuen. Natürlich auch konstruktive Kritik, konstruktive Beiträge, eigene Erfahrungen, eigene Experimente. Die zu teilen, ist das die Essenz von allem. Darum geht es im Leben, das sehe ich genauso. Also, danke dir. Wieder eine tolle Sendung. War mir ein Vergnügen. Mir auch. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich, wie gesagt, per E-Mail melden. Ansonsten möchte ich nochmal zum Schluss nochmal, weil wir oft darauf angesprochen werden, auf dieses Buch. Ja, es gibt es noch. Hier sind sehr viele Handlungsimpulse drin, Ratgeber und Anwendungsbeispiele. Also durchaus eine interessante Sache, mal direkt auf den Shop zu gucken. Wer Fragen hat, vielleicht persönliche Fragen auch zum Hendrik, gerade wenn es um die Thema der Platten geht, ja, formuliert es bitte auch per E-Mail oder in die Sendung unter in dem Kommentar rein. Dann haben wir auch die Möglichkeit, Bezug drauf zu nehmen und einer der nächsten Sendungen vielleicht deine Frage zu beantworten. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Experimentieren, bis zur nächsten Folge. Ciao.